what may be the hottest year in history, scientists have recorded radical changes to the permafrost in Antarctica. The Pandora virus, a so-called giant virus with the largest genome size ever recorded. The crabs also display increased aggression, even towards larger predators. A striking new weather anomaly has claimed many coastlines around the world. NASA is examining these clouds to figure out... We've detected large amounts of an organic composite. So far, the sample doesn't match any of the DNA records we've compared it with. We all saw it. Those creatures coming out of the sea on that oil rig. The president has declared a national emergency... It's obvious that what we're dealing with here is a biological weapon. As of today, we are at war. It's taking their minds. I saw them walk right into the sea. Thousands of people. Thousands. The mist is gone, but the city is dead. The roads are broken. You must join one of the havens. Do not attempt to survive on your own. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Cepheus. Ach ja, nein, Phoenix Point. Ich gehe mal kurz in die Optionen. Mach alles ein bisschen leiser. Ja, ich meinte ja jetzt hier bei Cepheus, dass ich Feedback abwarte. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und ich nehme jetzt einfach mal ein paar Spiele auf, 3-4 Stück. Manchmal ein, zwei Parts davon. Werde das hochladen. Ich habe jetzt wieder Zeit hochzuladen. Tatsächlich. Und ja, werde dann einfach auf das Feedback von euch abwarten. Ich habe jetzt ein paar Spiele mal rausgesucht, wo ich Lust habe, ein paar Videos zu machen. Also ein Let's Play zu starten. Und ja. Ich würde sagen, wir fangen dann mal mit Phoenix Point an. Das Ganze ist von dem eigentlichen Macher von XCOM. Ich habe es einmal angezockt, aber nicht viel. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Prolog und dem Tutorial, da ich... Ich habe es vor Ewigkeiten mal angespielt. Und dann habe ich mir eben gedacht, vielleicht mache ich mal ein Let's Play draus und dann habe ich aufgehört. Und aus dem Grund machen wir mal Prolog und Tutorial nochmal an. Let's go. Sitweb is yellow alert. Other refugees are coming from the coast. 400 yesterday. The mist is coming fast. We need weapons, vehicles and food. If there's anyone that can respond. 8, 3, 7. We listened to the number stations every day. I took turns with Jacob, waiting for our signal. And finally, it came. A scarab got it too. Its AI directing it to our rendezvous point. We had no news from Symes for many months. Did he send the activation codes? I was desperate to know what happened to him. The mutants were on the march again. Something was happening. If the mist was back, then it meant that the Pandora virus was mutating again, twisting the human form into new horrors. We needed to regroup, rebuild. But first, we had to get to that scarab. Ja, das Ganze, wie man jetzt hier sieht, hat schon auf den ersten Blick viel mit XCOM gemeinsam. This is the rendezvous point. The scarab is waiting for us right over there. Ist auch irgendwo klar. Ich meine, ist von dem ursprünglichen Macher von XCOM. Aber ist jetzt halt kein Klon oder so. Also ist halt schon anders, sage ich mal. Und das sieht man auch schon beim Schießen. Wir können jetzt hier den abschießen. Später, jetzt hier im Tutorial, glaube ich, geht es noch nicht, zumindest jetzt noch nicht. Kann man auch selber aimen auf die ganzen verschiedenen Körperteile und das hat dann halt eben Auswirkungen.
Die können nämlich, wenn ich mich recht entsinne, können die abgeschossen werden. Und dann der hier hat so eine Schere als Arm. Ich denke, das ist für einen Nahkampf. Dann ist er halt in seiner Fähigkeit, Schaden auszuteilen, ein bisschen eingeschränkt. Aber ja, wir schießen mal. Und dann machen wir mal hier einen Turn. Dasselbe gilt auch für uns. Wir können auch hier Körperteilschaden nehmen, ist ja ganz klar, wenn es die können. Genau, und hier kommt jetzt der Free Aim zum Einsatz. Da kann man dann die einzelnen Körperteile anvisieren und dieser Kreis hier, dieser innere Kreis ist, ich glaube, eine 100%ige Trefferchance, der äußere Kreis 50% oder so. Irgendwas hatte ich da mal gelesen, also wenn man, keine Ahnung, wenn man so zielt, dann hat man, glaube ich, eine ganz gute Trefferchance. Und wir machen das auch jetzt einfach mal. Ja, und wir haben nicht einen Schuss, haben wir, aber der hat geblutet. Dann war ja das gar nicht so verkehrt. Okay. Ja, wir gehen mal vor. Wir haben hier noch einen, okay. Ja. Die kommen nicht, glaube ich. So weit kommen sie nicht. Und dann lassen wir die Gegner mal. Holy shit, okay, doch. Hätte nicht gedacht, dass er noch angreifen kann. Also ich, dass er hierher kommt, okay, aber dass er angreifen kann, hätte ich nicht gedacht. Dann kann der das jetzt wahrscheinlich auch. Naja. Okay, war jetzt nicht so gut. All allies and spotted enemies will appear icons above the action bar. You can hover or click those icons to target a specific character. Okay, ja, also die Feinde werden hier angezeigt. Und dann kann man dann dementsprechend durchswitchen. Ich werde jetzt aber einfach mal hier... Und jetzt ist der Kreis halt dementsprechend klein. Wenn ich hier auf den zielen wollen würde, dann wäre es wieder ein bisschen größer. Aber hier ist natürlich ziemlich sicher, dass ich alle Schüsse treffe. Und dann schauen wir mal nochmal weiter. Ich glaube, der ist relativ safe. Wir versuchen einfach mal auf den zu schießen. Ja, das war gut. Und dann kann der Kollege hier kann mal hier auf den Kopf schießen. Dann haben wir den auch weg. So. Wir gehen mal mit ihr hierher. Ich glaube, dass niemand mehr da ist. Aber wir... gehen trotzdem mal ein bisschen auf Nummer sicher. Ah, alles cool. Dann kann der schon mal rein. Ja, ins Fahrzeug, let's go. Und sie kann dann zumindest schon mal hierher laufen. Und dann beenden wir die Runde. Zack, ins Fahrzeug, yes, let's go. Und dann war es das, glaube ich. Ja, und hier haben wir jetzt, wie bei XCOM nach den Einsätzen, so eine Übersicht von unseren Soldaten, der Status der Soldaten. Hier unsere Erfahrungspunkte, die wir durch das Erfüllen des Ziels erledigt haben, oder der Ziele. Und ja, hier die individuellen Erfahrungspunkte. Und ja, Skill Points, kommen wir später dazu. Das war's jetzt mal. After several hours traveling, the howling noises stopped, and then so did the scarab. I did a quick survey around our position while Jacob talked to the AI. There was an abandoned government reclamation station nearby. These places are usually good for scavenging supplies and equipment, but they often attracted desperate gangs. The AI gave us the reason for our stop.
An emergency rescue signal from another Phoenix operative. We had a location too, right in the middle of that station. The Scarab made it clear that we should attempt a rescue before continuing with our journey. Despite no sign of the mutants, our comrade was clearly under threat. The Scarab's missile launcher would prove very useful. We've got visual on the building. The Phoenix operative should be close by. There are hostiles up ahead, so stay vigilant. Yo, mach mal. Sophia. Soldiers have 4 action points APs to use for movement, shooting, and other actions each turn. These actions can be performed in any order. Sehr gut. Also, 4 APs können wir damit machen, was wir wollen. Erst schießen, dann bewegen. Erst bewegen, dann schießen und so weiter. Reporting enemy contact. Movement and action points. A soldier can spend 1 AP to move a number of tiles based on their speed. The 4 highlighted zones show you how far a soldier could go for each AP spent on movement. Ja, ist hier, denke ich, ein bisschen erklärt so. Hier braucht man einen Movement Point, hier 2, 3 und so weiter. Und je mehr Geschwindigkeit der Soldat hat, desto weiter kann er sich bewegen. The operative will always kneel next to low terrain to assume a low cover position, potentially blocking some incoming fire. Ja, wir haben jetzt halbe Deckung und da ducken sie sich halt. Auch nicht unbedingt was Neues. So, wir haben es hier mit Banditen zu tun. Es gibt auch menschliche Gegner hier in Phoenix Protocol. Damit wären wir es, was ich jetzt so auf diese kurze Zeit, wo ich Phoenix Point selber so angezockt habe, habe ich gemerkt, dass das auch, dass man durchaus offen mit Menschen zu tun hat. Das heißt jetzt mal, nicht unbedingt immer friedlich, sage ich mal. Ja, tasten wir uns langsam vor hier. Und dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir volle Deckung. Perfekt. Feldposten funktioniert hier ein bisschen anders als in XCOM. Man hat da so einen Kegel, den man überwacht. Und wenn in diesem Kegel jemand ist, dann triggert es quasi den Overwatch, den Feldposten. Wir machen es jetzt einfach mal, keine Ahnung, hier so hin. Und du rennst mir bitte hier hin. Jacob. Und ich habe davor gesehen, hier oben sind Ressourcenkisten. Die sollten wir eigentlich einsammeln. Sind recht sinnvoll. Und ja, wir sehen jetzt eigentlich fürs Erste auch keine Gegner mehr. Den werde ich trotzdem mal stehen lassen, weil ich glaube, dass wenn wir jetzt mit dem vorfahren, dass er mir meine ganze Deckung weghaut. Für meine Soldaten. Wir move mal mit ihr hier. Ah, okay. You found the operative who sent the distress call. Friendly characters are marked with a white circle. Move a soldier inside this circle to recruit the character and take control over him. Das werden wir dann mit mit Jacob machen. Wir machen hier wieder Feldposten einfach. Und Jacob kann erstmal hier hin moven. Tactical tip, take cover. These hostiles are carrying firearms, so don't leave your soldiers out in the open. Taking cover next to obscuring terrain will grant your operatives some protection from the bandits' fire. Ja. Lines drawn from the selected tile to a hostile unit indicate your soldier can shoot the enemy from there. Blue lines indicate the operative has enough APs to move and shoot in the same turn. Yellow lines indicate the soldier has line of sight but not enough APs to attack this turn. Okay. Ja, also prinzipiell
wenn wir hier so eine blaue Linie haben, können wir rennen und schießen. Wenn es orange ist, dann haben wir halt eine Sicht auf den Gegner. Und wir sollten in Deckung gehen, weil die können schießen, hat der Tipp davor gesagt. So, aber wir haben jetzt einen neuen Menschen. Sehr gut. Wie läuft das jetzt? Select a target point, bla bla bla. Ja, okay. Kann ich? Oh. Tatsache, ich kann ein bisschen hinterschießen. Let's go. Der hat auf jeden Fall... Omar has heavy armor but no weapon. The crate on top of the nearby tower might contain useful items. Move out of the building and use the jet jump ability to get to the crate. Ja, dann machen wir das mal. Allerdings können wir das noch nicht in dem Turn machen. Ich hoffe, dass er hier jetzt keinen Gegner hat. Ja, doch. Dort oben. Ja, let's go. Gehen wir mal nach da. Ich glaube, das ist ganz normal. Okay. Sophia Brown. Die sieht niemanden. Auch hier nicht. Wir gehen mal hier hin. Und gehen auf Standby. Mit ihm gehen wir hier hin. Und gehen ebenfalls auf Standby. Und ja, unser Kollege Schnürschuh hier fährt einfach mal einfach voll vor. Bisschen Distanz gut machen hier. Standby. Und du machst... Ja, den Tipp brauche ich nicht. Wir können überall hinhüpfen, wo quasi Punkte sind. Diese gelben Punkte. Und ja, wir gehen mal hier hin. Und das Ganze hat Will Points gekostet. Diese Will Points. Die benutzt man halt quasi, um Fähigkeiten zu benutzen. Also spezielle Fähigkeiten. Und jetzt haben wir den Heavy mit seinem MG, sag ich mal, ausgestattet. Und dann kann der ab jetzt auch schießen. Reinforcement Sounds. Some battlefields feature reinforcement points. New enemies will be arriving from them, so don't leave your soldiers exposed. Ist, denke ich, auch selbsterklärend. Verstärkungen und so weiter. Da haben wir auch einen Heavy. Ich weiß nicht genau, was der da hinten für eine Klasse war. Aber, ja. Okay, enemy spotted. Oh, okay. Okay, hier hätte ich Sicht auf einen Kollegen da hinten. Will ich aber jetzt auch eigentlich fast gar nicht. Erstmal. Schießen kann ich, aber ich sehe den nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Ärgerlich. Ja, machen wir mal Feldposten hier so hin, falls der Typ denkt, er müsste sich bewegen. Du gehst hier hin. Ja, safe. Und dann schießen wir einfach mal. Das war sehr gut. Wir haben gar nichts gemacht. Und dann werden wir erstmal schauen, ob wir den wegbekommen. Sieht gut aus. So, und dann haben wir natürlich noch unseren Kollegen hier. Ich denke, dass ich bei dem mal hier so hinjumpen werde. Um dann nächste Runde hier ein bisschen Schabernack zu machen.
Overwatch. Ja, schön. So, wir wechseln mal wieder hier auf unseren Kollegen. Und schauen mal, ob wir hier ordentlich Radau machen können. Ich denke, das hat ihnen wehgetan. Zumindest hoffe ich das. So. Der blutet für 30 Hitpoints, also ist er tot. Der blutet für 10. Dem fehlt quasi noch nichts. Mhm. Ja, wir sehen aber halt gar nichts. Und ich glaube, das ändert sich auch nicht, wenn wir hier hingehen. Wie viel brauche ich zum Schießen? 3. Okay. Wir gucken mal. Ich glaube, ich warte mal eine Runde. Ich habe keine Lust auf den Overwatch, dass ich den tanke. machen wir mal so. Also der ist auf jeden Fall tot. Der geht ins Haus rein und der bewegt sich und kriegt jetzt hoffentlich ordentlich einen rein. Jawohl. Das hat gut funktioniert. Was ich jetzt allerdings nicht weiß, ist, ob man hier Gebäude zerstören kann und so weiter. Ich gehe halt mal stark davon aus, aber wissen tue ich es nicht. Probieren wir gleich mal aus hier, ne? Ja. Kann man auf jeden Fall. Jetzt ist mein Scarab out of ammo. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Den brauchen wir ja jetzt dann wahrscheinlich sowieso nicht mehr. So. Hier haben wir Loot. Und ich denke, ich werde jetzt auch einfach mal hier so vorrücken. Er tut's gleich. Schaut, dass er hier so hingeht. Ja, da könnte jetzt flankiert werden, aber... Oh, machen wir so. Das ist weniger so ein Problem jetzt hier, ne? Und du... Check mal ab, so zum Looten, keine Ahnung. Ein bisschen Damage wird ihnen ja nicht wehtun, schätze ich. Was haben wir hier? Independent Assault Rifle Magazine. Okay. Ja, I don't know. Wir nehmen es einfach mal mit. Was weiß ich. Let's go. Und werden unsere Runde beenden. Your soldiers wear an armor, which reduces damage according to the armor value. Different body parts may have different armor values according to the various armor types worn by the soldier. Ja, hier sehen wir quasi bei unserem Soldaten dann die Rüstung und um so viel verringert es halt dann den Schaden. Auch nichts Neues. So, was haben wir hier? Auch wieder nur so Magazines. Aber wir nehmen es mit. Kann ja nicht schaden, I guess. Der schaut ja aus, ey. Puh. Was haben wir hier? Uragan MG Magazine. Let's go. Ja, und dann bewegen wir uns einfach auch wieder hin. Der wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen Unbehagen bekommen. Der wird jetzt nämlich ordentlich aufs Maul bekommen. Ah, das wäre cool gewesen, wenn er geblutet hätte, jo. Dann wäre es halt zumindest... Ja gut, der hat jetzt einmal getroffen, jo. Dann ist das eigentlich chillig. Wow. Alles klar. Nee, jo, dann will ich euch mal, wenn es geht, würde ich euch gerne mal den Kollegen hier zeigen. Da hat er auf jeden Fall Sicht.
ist jetzt hier beim Free Aim, wenn man mal schaut, auf jeden Fall ein viel größerer Kreis. Ich kann auch seine Waffe ausschalten. Aber ja, let's go einfach mal hier. Omar, is it? Glad you found some gear, because you're gonna need it. Now you're part of my squad. Ja, hat halt eine richtig dicke Wumme, der Kerl. The Scarab resumed its course towards our base, struggling through the rough terrain. Strange growths were contorting the road, smashing against its armor. It wasn't long before it took one too many hits. The engine gave a loud crack, and the AI went dark. We had lost a valuable member of the team. We knew we were close to our destination, but we didn't know what we would find there. If we were to advance on foot, we had to exercise extreme caution. Approaching the base, we heard gunshots. Jacob and Omar took positions by my side. What was going on inside? A bandit ambush, or something much worse? Following Phoenix protocol, we readied our weapons. It is time to reclaim our home. Tread lightly. There are hostiles up ahead. Let's get rid of them and clean up this mess. Jawollo. Ja, Kamera rotaten, wissen wir schon. Und wir sind jetzt hier quasi in unserer alten Basis. Oder zumindest in einer alten Basis von Phoenix Point. Und die wollen wir uns jetzt wiederholen. Enemy spotted. Hier ein Poison Worm. Ja, wir bewegen uns mal hier und schießen, I guess. Ah, gut. Dann machst du auch nochmal bitte. Ah, schön. Das war jetzt super. Ja, I guess ich mach mal Overwatch. Okay, hier auf jeden Fall was geschossen. Hier auch. No visual, but I can hear commotion coming from the hangar. We must investigate. Okay. Ich hoffe, das sind keine Hostiles oder so. Er trifft. Alle anderen. Oh Mann. Yo, let's go. Wir gehen jetzt erstmal hier so lang. Checken dann mal in die Richtung hier. In der Hoffnung, dass das kein Feind ist. Nein. Ally located. We spotted another Phoenix operative. Move a soldier inside the white circle to recruit Irina to your squad. Ja, let's go. Den schickt man dann, Jacob schickt man mal dann da lang. Dann ist das hier hinten höchstwahrscheinlich auch ein Friendly. Let's go. Ja, ich werde jetzt nichts nehmen können. Tactical Tip, Cypher HG. You've looted a Cypher handgun, an effective backup weapon in case your main gun or one of your arms gets disabled. Sniper class soldiers like Irina are proficient with handguns, firing them with enhanced accuracy. Okay. Und wir haben eine Udim-Granate, Phoenix-Granate. Und ein Medkit. Ja, let's go, aber das werden wir dann auch mal, das werden wir dann auch mit dem Sniper looten und nicht mit denen jetzt. Und der Rest moved einfach vor, soweit er kann. Hätte ich jetzt mal behauptet, ne? So. Irina kriegt ordentlich Damage, ja. Aber nichts, was man nicht mit einem Medikit hier, ne? We've got a poison worm situation. Somebody get a medkit. Yo, yo. Versuche ich, Jungs, versuche ich. Sniper, Long Range und so weiter. Denke ich, muss ich nicht erklären, ne? Use Medikit. Auf Irina.
Okay, sehr schön. Dann kannst du erstmal den Zug beenden. Steady, take Overwatch positions and wait for them to come. Okay. I'm on the move. Wenn sie das schon mal sagt, dann machen wir es auch einfach mal, oder? Hätte ich jetzt gemeint. Also ich meine, er wird es nicht wirklich machen können, aber... Der kann einfach mal hier in Deckung gehen. Ich meine, wenn sie schon mal sagt, hier, take Overwatch, bla bla bla, dann glaube ich, hat das auch seinen Sinn. So, unser Scharfschütze kommt vor. Okay, weiß nicht, ob das jetzt so seinen Sinn hatte. Der sah jetzt sehr weit weg aus. Ja. Ja, gehen wir mal hier hin. I guess. Wo war... Ach, der war da oben. Okay. Hier im Hangar wollte ich eigentlich ja lang, oder? So... Weiß nicht. Wie komme ich jetzt? Da ist eine Leiter, dann komme ich hier hoch und von hier aus dann komme ich dann in den Hangar, I guess. Jo. Das heißt, wir müssen zu diesem Athron oder wie auch immer das heißt. Können wir mal ein bisschen pushen hier. Ich glaube, es ist jetzt nicht so schlimm. Müssen wir ja auch vorankommen, ne? Also. Sag ich mal, mit meinem jugendlichen Leichtsinn. Aber sag ich. Loot. Zacker. Hauen wir jetzt einfach mal alles rein. Ich denke jetzt hier am Anfang ist es noch nicht so wichtig. Wir werden also nach dieser Mission müssen wir sowieso dann unsere ganzen Truppmitglieder Das war ein ekliges Vieh, yo. Mindfragers are dangerous creatures that will latch onto a soldier's head, mind controlling them. The best way to deal with a mindfragger is to set a short range overwatch cone and shoot it down as it approaches. Okay, also so ein Gedankenkontrollen-Ding. Wir werden jetzt mal gucken. Ich denke, der hat ziemlich gute Erfolgschancen, hier irgendwas zu töten. Let's go. Das hat wehgetan. Hoffe ich. Ich meine, er ist tot. Ich denke, das hat wehgetan, ja. Ja, die müssen jetzt unbedingt nachkommen. Die dauern ja ein bisschen lang hier. Ne? Free Aim, ich denke, da kann man auch gut auf den Kopf zielen. Und dann können wir noch einen Overwatch machen. Genau, dann machen wir noch einen Overwatch. Hier so, eine kleine Cone. Ich denke, der läuft da durch. Unser Sniper kommt nach, der lootet dann das hier. Und dann gucken wir mal, ne? Okay, sehr schön, der ist weg. Ich hoffe, der kann jetzt einfach nicht so lang gehen und dann auch noch hier, ne? Ja, so viel dazu. Ach, da ist noch einer, jo. Okay, ich habe jetzt quasi zwei Soldaten, die mir hier irgendwie... Okay, also ich kann jetzt runterballern, aber ich kann auch meine eigenen Leute dabei verletzen. Ich sollte mit einer Single-Shot-Weapon schießen, aber ich habe halt leider auch gar keine. Also außer natürlich das Gewehr vom Sniper. Ich denke, der Sniper schießt mal da drauf, auf den. Und beendet einfach mal schon seine Runde. Und er, ja, es hilft halt nichts, ich habe leider keine Single-Shot-Weapon.
Muss ich jetzt irgendwie hoffen, dass ich den nicht zu viel Damage drücke. Haha, ich hab tatsächlich vorbei. Da ist noch einer, jo. Naja, jetzt looten wir hier erstmal. Was haben wir? Was haben wir? Munition und Granaten. Vielleicht sollte ich auf die Pistole wechseln. Nachladen. Und dann versuchen diesen Mind-Ding da. Ja, das war super. Das war nicht schlecht. So, aber dann haben die anderen wenigstens ein bisschen aufgeholt. Das ist ja auch schon mal was wert. Okay. The door is shut. So we'll have to use those ladders. Go, go, go. Yo, 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 chill, chill, chill. Ich will ja nicht, dass ich will ja keinen Fehler machen hier und dann hier noch mehr Damage kassieren. Habe ich nicht so Lust. Ich denke, die können nur noch von da kommen, deswegen mache ich da jetzt einmal mal zwei Feldposten drauf und dann wird das schon reichen. Wir haben mich mit allen mal hier so in Ding begeben, einigermaßen in Vicinity. Und dann gehen wir nächste Runde hoch. Damit die auch nicht mehr eskalieren muss. So, da guckt man schon mal rein. Was haben wir? Munition, Granaten und Medikits. Ja, haben wir aber keinen Action Point momentan. Ist aber auch nicht weiter schlimm. So, dann bewegen wir alle mal hoch. Schön langsam. Und ja, einfach so weit vor wie möglich, I guess. Damit die vielleicht gleich angreifen können. Nächste Runde. Falls denn da noch Gegner sind. Ja, scheint so. Okay. Ja, hilft nichts. Der muss spurten. Ach, der hätte jetzt looten auch können. Na, das war dumm. Ja. Sie ist, ich glaube, er ist voll. Vom Inventory her. Sie hat noch nichts. Ich würde aber gerne alles mitnehmen, weil es ja nur zu unserem Vorteil. Auf jeden Fall. Und dann... Ja, gehst du auch einfach weiter vor. Zacka. Du gehst weiter vor. Kannst nächste Runde dann auch springen, I guess. Du machst Nibirino und gehst hier hin. Und dann gucken wir uns mal an. Ich kann jetzt einfach runterhüpfen. Ja, er kann auch nur einfach runter. Oh, er kann sogar... Oh. Das braucht einen. Ja. Somebody bash that thing off. Oh, da ist ein Mindfragger. Das macht dann wieder unser Sniper lieber. Oh, man kann auch bash. Also man kann auch zuschlagen einfach. Aber ich schieße ihm das... Yo. Ich schieße ihm das Ding einfach vom Kopf. Morgen!
Das war es noch nicht, I guess. Ja, wir haben noch nicht alle Gegner gekillt. So wie es aussieht. Also der wird, der wird niemals treffen bei einem Feldposten, der so weit hintergeht, aber naja. Du kannst mal hier oben entlang gehen. Kriegst auch noch Sophia mit dazu. Schaltest mal deine Base. Und du springst nirgendwo hin, weil es sich nicht lohnt. Gehst da auch einfach mal so lang. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo die Gegner sind. Ne? Du gehst erstmal hier hin und machst auch irgendwie einfach einen Feldposten. Und dann gucken wir mal. Kommen da jetzt noch Gegner? Ja, von dort oben. Okay. Jetzt kriegt nur einer aufs Maul, oder? Ja. War jetzt auch nicht wild. Wenn die jetzt trifft, dann dürfen sich alle anderen schämen. Okay, nein, hat sie nicht. Ah, er hat gut getroffen. Jetzt versteckt er sich. Ah, da kommt noch einer rein. Okay, du darfst dann mal auf den schießen, der dich da ein bisschen... der mit dir da kuschelt. When a character's will points drop to zero, they become panicked. Panicked characters will automatically move to find cover and end their turn. Okay, also der wird nächste Runde nichts machen. Ist ja auch schon mal gut. Wir werden trotzdem mal einen Feldposten hier nach unten machen. Und du wirst auf den schießen. Ja, auch wenn es jetzt... Ja, okay, das war gut. Das war gut. Machst auch einfach mal einen Feldposten nach dort unten. Von mir aus machst du den Feldposten nach dort unten. Ja, mit denen wir mal, mit denen, also der wird ja jetzt nichts machen. Dann move wir mal mit ihm vor. Weil ich weiß ja nicht, ob der rauskommt. Und ich will jetzt ja auch nicht drei Runden im Feldposten stehen. Nur weil der Kerl nicht rauskommt. Free Aim auf den Kopf, bitte. Kills confirmed. Phoenix, welcome home. Jawollo. Ja, und dann haben wir schon ein paar Verstärkungen bekommen. Ordentlich XP. The reclamation of Phoenix Point was just the first step on our path ahead. A desperate fight against an overwhelming foe, and only a handful of friends to help. But if this base could withstand the attack, then so could we, and so could Symes. If our leader was somewhere out there, we had to reestablish contact, no matter the cost. Founded on October 24th, 1945. The second war to end all wars was over, but there were those who understood that we could no longer afford to think in terms of nations and empires. For a time, the Phoenix Project successfully navigated the political conflicts of its era. That was our golden age. Phoenix Project operatives scoured the world for clues. We had bases in 24 countries. Even the heavens were not off limits. But out there, on the far side of the moon, began our downfall. The failure of the Phoenix 2 mission exposed us to our enemies in the UN, stripped of resources and scattered to the winds. We were reduced to a secret, a memory. When the Pandora virus woke up, we should have been the first line of defense. When huge clouds of mist appeared over the sea, when people started vanishing, we should have figured out what was going on. And when those people started coming back, changed, hostile, alien, we should have been ready to fight.
but we failed. The ecosystem started to change, imperceptibly at first, then faster and faster. Three factions arose. New Jericho, trying to restore order and purity. Sanhedrin, hoping to build a world without hierarchies. And the Disciples of Anu, a new syncretic religion dedicated to adaptation and biological change. At war with the world and at odds with each other, these factions cannot find a way forward. Now the mist is returning and armies are rising from the sea. Without the Phoenix Project, humanity will fall. It's time to rise from the ashes. Yeah. The Geoscape shows the world in all locations and sites of interest. In the beginning, all you know about is your base, Phoenix Point. Ja, und dann die Controls und so weiter. Ja, kann ich hier auf Pause machen? I don't think so. Nein. Ja, also wir sind jetzt in Mexiko. Und wir wissen eigentlich gar nichts. Was wir jetzt erfahren haben in der Cutscene, sage ich mal, ist, dass es drei Fraktionen gibt, also mit uns dann vier. Und ja, wir müssen irgendwie schauen, dass wir das alles regeln. So, und wir sollen ins Basis-Tab. Hier können wir quasi Einrichtungen bauen, Einrichtungen reparieren und so weiter. Können wir dann auch, wenn wir das repariert haben, unser Vehicle Bay, können wir dann eben Einsätze starten. Ah ja, jetzt hier habe ich jetzt die Dinge. Okay, alles klar. Und unser momentanes Ziel ist eben, das zu reparieren. Machen wir natürlich. So. Before you send out your squad to explore, you should equip your soldiers and level them up. Select the personnel button. Ja, wie ging das nochmal? Edit Unit. Ja, genau. Okay, wenn man auf Edit Unit geht, es gibt verschiedene Panzerungen, die man ihnen ausrüsten kann. Ich kann euch den auch mal ohne hier Helm zeigen. Supiduppi. Mounts gibt es auch. Anscheinend. Ist ein bisschen länger her, dass ich das gespielt habe, wie gesagt. Aber wir haben auf jeden Fall, ich werde ihnen eine Granate und ein Magazin mitgeben, meinen Soldaten jetzt prinzipiell. Und dann gucken wir mal, move up to half your movement range limited to 2 uses per turn. Ah, für Will Points können wir quasi höher moven. 25% Bonus Grenade Range and plus 2 Speed. Also prinzipiell ist das, glaube ich, nicht schlecht. Aber das mit Speed ist auch nicht schlecht. Weil er dann sowieso weitergehen kann. Und Bonus Grenade Range ist, denke ich, in Ordnung. Wir nehmen mal mit ihm Dash. Oh, ich kann beides nehmen, oder was? Ja, let's go. Okay, wir haben beides. Dann ist es ja jetzt halb so schlimm. Ah, aber jetzt können wir hier nicht mehr. Oh, und ich habe auch hier. Okay, da haben wir schon den nächsten Fehler gemacht. Naja. Okay, so, sie hat auch ein Level Up. Okay. Ja, wir nehmen auch mal den Dash. Und dann werden wir mal
das so lassen, I guess. Sie kriegt auch ein Magazin und eine Granate, auf jeden Fall. Er hat nur 10 Punkte. Was ist das? Additional plus 2 Willpower. Okay, das ist wirklich gut, aber das können wir uns nicht leisten. Er hat noch nichts. Aber ausrüsten, stimmt. Zack und zack. Und du kriegst ein Medikit hier rein. Und Munition und Granaten. Und du bekommst ein Pistolenmagazin, ein Scharfschützenmagazin. Und ich weiß nicht, ob er eine Granate braucht. Der ist wahrscheinlich sowieso immer hier weiter weg. Ich glaube, der braucht keine Granate. Ja, und das war's dann. Also wir können... Ja, eine Granate, denke ich, reicht erstmal. Ich denke nicht, dass da jetzt zwei Granaten... I don't know. Let's go. Gehen wir wieder zu Geoscape. The Manticore is your aircraft for transporting soldiers and exploring the world. The aircraft's crew is shown in the aircraft bar in the bottom of the screen using their soldier class icons. Send your Manticore to the unexplored site on the location and select move from the action menu. Ja, das machen wir aber jetzt nicht mehr heute in diesem Part. Es waren jetzt 52 Minuten mit Cuts, denke ich. Und ja, also ich werde noch ein paar aufnehmen. Ich werde jetzt, denke ich, von jedem Spiel, das ich so vorhatte, aufzunehmen, werde ich ein, zwei Parts hochladen und werde dann, wie gesagt, aufs Feedback warten. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie gesagt, lasst mir mal eure Meinung da zu Phoenix Point. Und im nächsten Part werden wir uns dann mal diese Unexplored Site hier anschauen. Und dann schauen wir weiter. Auf jeden Fall wünsche ich euch bis dahin noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis dann, Boys and Girls.